Was glaubt man, Sie Fighter Ozer hier? Und heute schauen wir uns mein Majin Buu Saga Team an, denn ich hatte das Glück, konnte physisch Super Vegito im selben Multi wie Ele Vegito ziehen. Nochmal vielen Dank an jeden, der im Stream reingehaut ist oder die ganz, das Ganze gesehen hat im Stream Upload auf YouTube. Die Summons waren echt cool an der Stelle. Aber wie gesagt, können wir uns dementsprechend ein Majin Buu Saga Team bauen und auch showcasen. Bevor wir das aber machen, kommen wir erstmal zum Team Mid Guide. Denn neuerdings habe ich gesagt, werde ich das so machen, dass ich auf jeden Fall das Team, das ich showcase, darf zuerst mal auf den Teambuild-Guide-Aspekt gehe, welche Teams man da bauen kann, was man da achten muss im Team selbst. Angefangen habe ich damit mit den Portal-Charakteren, habe aber auch ein Teambuild-Guide-Video, könnt ihr euch gerne mal abchecken, ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Und an der Stelle würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Das Wichtigste an dem Majin Buu Saga Team ist natürlich unser Leader. Unser Leader ist physisch Super Vegito. Denn er gibt den Majin Buu Saga Charakteren Ki plus 3 auf HP und F 170% und auf den Angriff 130%. Wenn wir mal auf die Stufen eingehen, die ich da im letzten Video genannt habe, Stufe 1, 2, 3, ich werde gleich nochmal drauf zu sprechen kommen und da einfach mal anfangen. Auf Stufe 1 habe ich euch gesagt, ihr nehmt quasi euren Leader, ist ja der wichtigste Charakter-Logo und baut euer Team entsprechend des Leader-Skills. Ihr geht her, in dem Fall habe ich meine Liste sortiert auf die Majin Buu Charaktere, weil nur diese in Frage kommen und nehme da einfach mal meine besten Charaktere, okay? Hauen wir mal einfach die ganzen LED rein, die ich hier habe. Und dann hier noch 100% Super Saiyan 3 Goku. Natürlich sieht das bei jedem individuell anders aus, weil jeder andere Charaktere hat, aber einfach mal vom Sinn her, nehmt eure besten Charaktere, die dem Leader Skill entsprechen, okay. Stufe 1 quasi. So wird es bei mir aussehen, alles schön und gut. Das Team funktioniert, keine Frage, das Team funktioniert, damit schafft ihr auch Events. Aber in Sachen Synergie geht auf jeden Fall mehr. In Sachen Synergy geht da mehr. Denn Elazatan ist quasi ein Charakter, der passt da überhaupt nicht ins Team. Weder durch die Link-Skills, noch durch die Passive und so weiter und so fort. Den hauen wir auf jeden Fall raus, er linkt sich nicht gut mit dem Team overall. Ein weiterer Charakter, der sich leider nicht so gut linkt mit dem Rest des Teams hier an der Stelle wäre oder auch an sich allgemein in einem Majin Buu Saga Team, wenn man da auf die Hero-Schiene geht, beziehungsweise auf die Super Saiyan-Schiene, auf die ich gleich zu sprechen komme, ist leider LM Mighty Mask. So gut auch LM Mighty Mask individuell auskommt, in diesem Team passt er leider nicht durch seine Link-Skills, es sei denn, man baut es um ihn herum, aber da würde man ein bisschen von das Team schwächen, wir werden das gleich sehen. Deswegen, wenn ich mir ehrlich sein bin, muss ich ja Mighty Mask rausholen. Mighty Mask ist hier leider nicht im Stammkader, nenne ich es mal. Aber bei den Hybrid Saints auf jeden Fall, da hat der bessere Linking-Partner hier nicht. Aber hey, wenn ihr mit Mighty Mask spielen wollt, in dem Majin Buu Saga Team, macht das. Kein Thema, macht das ruhig. Spielt mit den Charakteren, mit denen ihr wollt. Nur in Sachen Aspekt, im Team mit Aspekt hier, worauf ich das Team gleich aufbauen werde, verzichte ich mal auf Mighty Mask. Okay. Wenn wir mal auf Stufe 2 gehen, auf Stufe 2 habe ich gemeint, man baut quasi sich Rotationen in Duos. Wir haben zwei Duos, zwei Rotationen, bestehen aus jeweils zwei Charakteren und zwei Rotationscharakteren, die mal rein und raus rotieren. Alles klar. Heißt, wir haben hier natürlich unseren Leader. Unser Leader bleibt fix drinnen in einer Rotation auf jeden Fall, sei es nun unser Leader selbst oder unser Friend. Ein physisch Super Vegito bleibt auf jeden Fall in einer Rotation. Denn physisch Super Vegito ist wirklich ein sehr, sehr guter Charakter, macht sehr viel Schaden durch die Konter, aber auch durch die Passive, wenn er aus dem Angriff Boost kommt. Heißt, wir suchen jetzt erstmal einen Partner für physisch Super Vegito, da er auf jeden Fall immer in einer Rotation sein wird. Wenn wir einen Partner suchen oder in Sachen Synergie uns fragen, welcher Charakter passt denn, dann achten wir darauf, auf die Link-Skills, ob diese beiden Charaktere sich in der Rotation sehr gut linken, vor allem mit Ki, aber auch mit Angriff. Aber auch für Ki, damit die auf die Ulti kommen immer. Und bei physisch Super Vegito ist der Fall, seine Ki-Link-Skills, wenn wir uns das mal anschauen, sind an der Stelle. By the way, wundert euch nicht, er ist auf SA5 und hat kein Orbs investiert, aber das mache ich noch, ist auch in der Mache. Nämlich hat er Golden Warrior, okay, ist Ki plus 1, kann man mitnehmen. Was hier wichtiger ist, ist auf jeden Fall Prepared for Battle, das haben sehr viele Charaktere, vor allem die Hero-Seite, gibt Ki plus 2 und Fuse Fighters gibt weitere Ki plus 2, was Ki anbelangt. In Sachen Angriff haben wir dann Super Saiyan und so Fierce Battle, eines der wichtigen Links geht so in einem Setup in einem Team. Mit Dokkan-Charakteren, Dokkan-exklusiven Charakteren. Okay, heißt. Beispielsweise, er ist direkt daneben, Super Saiyan 3 Gold Links wäre eigentlich ein sehr, sehr guter Partner für Super Vegito physisch. Könnte man auf jeden Fall mit ihm in einer Rotation lassen, ich lasse ihn mal aus vorweg, ich wähle meinen LR Vegito, denn LR Vegito hat auch Prepared for Battle, gibt auf jeden Fall mal Ki plus 2 an der Stelle, hat Fierce Battle und hier noch Super Saiyan. Drei Linkskills, drei solide Linkskills, Ki plus 2 und ein bisschen Angriff Boost, nehmen wir mit. Und transformiert natürlich, wenn er sich transformiert, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Und ja, auch wenn es derselbe Charakter ist, auch wenn es Super Vegito heißt, linken sie sich komischerweise. Also ich habe es getestet und sie linken sich komischerweise. Hängt wahrscheinlich mit der Transformation zusammen, dass sie sich dennoch linken. Denn normalerweise ist es nicht so. Wenn ein Charakter denselben Namen hat,
kann man sie zum einen nicht mal doppelt in das Team nehmen, aber weil es wegen der Transformation geht, denke ich, dass sie sich linken. Anyway, ich habe mich jetzt hier für Elevito gewählt. Ich habe jetzt Elevito gewählt, okay? Und zwar lassen wir Elevito und Super Vegito in einer Rotation auf jeden Fall. Die zweite Rotation nehmen wir hier an der Stelle Majin Vegeta. Und jetzt schauen wir mal, ist ein L-Charakter, okay, den lassen wir auf jeden Fall in der Rotation. Welche Keys hat er? Durch welche Linksel bekommt er Key? Over in the Flash, sehr wichtig, gibt Key plus 3. Shattering Limit, Key plus 2. Royal Lineage, Key plus 1. Okay, darauf können wir verzichten. Aber Over in the Flash und Shattering Limit wären hier gut. Over in the Flash hat auch Super Saiyan 3 Goku. Key plus 3 an der Stelle nimmt Super Saiyan mit, passt es. Und zudem noch Saiyan Warrior Race. Teilen sich links, drei Linksel sind auf jeden Fall solide in einer Rotation. Das wäre meine nächste Rotation, okay? Wir haben jetzt zwei Rotationen. Dann Rotationscharaktere. Üblicherweise sind es Supporter, Sealer, Stunner oder so und so weiter und so fort. Ich bin aber immer mehr Fan davon geworden, einen weiteren individuell starken Charakter mit reinzunehmen und nur einen Support-Charakter. Heißt, den nächsten individuell starken Charakter wäre bei mir Super Saiyan 3 Physisch Gotenks. Ob ihr jetzt nun Physisch Gotenks mit Super Vegito in eine Rotation lasst oder Ele Vegito mit Physisch Super Vegito, ist euch selbst überlassen. Mir geht es nur um den Grundgedanken dazu. Nämlich, wenn diese Charaktere reinkommen als Rotationscharakter in irgendeiner der beiden Rotationen, sorgt er für sehr gute Link-Skills und ist individuell stark. Er ist quasi nicht der klassische Supporter, er macht auch sehr viel Damage, ist individuell stark, aber hilft trotzdem aus durch die Link-Skills. Wie? Wie ihr schon merkt, sind das nur Super Saiyans. Aber wir haben noch einen dreifachen Saiyan drin. Gotenks hat auch Over the Flash, Goku auch, Majin Vegeta auch. Gotenks hat Fierce Fighters für Super, für, wie heißt der Dude, Super Vegito und so weiter und so fort. Also er linkt sich gut und Fierce Battle nimmt er mit. Für die Charaktere, die Fierce Battle brauchen und die, die kein Fierce Battle brauchen, brauchen dann quasi zum Beispiel Majin Vegeta, wenn ihr darauf achtet, Shattering Limit durch einen anderen Charakter. Nämlich Stichpunkt anderer Charakter. Kommen wir mal zum Supporter. Hier hat es vier Supporter, die ich euch nennen könnte, die nennenswert sind. Zum einen ist das dieser Goku hier. Tech Vegito, den alle kennen. Unser Boy Tech Vegito. Super Saiyan 2 Gohan, der hier. Und aus dem War Tournament ein Preisgerade war das Strength Gohan. Super Saiyan Gohan. Die könnt ihr auf jeden Fall nehmen. Wobei der Strength Super Saiyan Gohan nur für Super Allies einen Key Boost gibt oder Attack und Death Boost. Heißt, auf den will ich verzichten, weil ich manche wieder drin habe. Gut. Ist euch eine Sache aufgefallen? In Sachen, wenn es bei der Wahl geht, welchen Support ihr wählen müsstet, aus den drei, die ich euch jetzt genannt habe. Gohan, Goku und Vegito. Vegito ist kein Super Saiyan. Auch wenn Vegito ein gutes Supporter ist durch seine Passive, durch seinen Angriff Boost, fehlt ihm jedoch dieser linkste Super Saiyan. Und es würde ein wenig von einer Synergie nehmen, weil alle anderen Charaktere sind Super Saiyan, sind 10%, die fehlen. Kann man trotzdem, ihr könnt trotzdem Vegito mit reinnehmen, das ist kein Thema. Durch seine Pass gibt er wirklich sehr gute Links, ist ein Fusion-Charakter, Gotenks und Vegito bekommen da gute Links. Aber ich verzichte auf ihn, wegen dem einen simplen Grund, er ist kein Super Saiyan, er nimmt nicht den Linkskill Super Saiyan mit. An der Seite auch individuell wäre quasi eigentlich dieser Gohan hier besser, nicht nur weil er Super Saiyan mitnimmt, sondern auch sein Boost ein bisschen besser ist um 5%. Könnt ihr dir zum Beispiel diesen Gohan mitnehmen, okay? Ich habe glaube Gotenks oder Goku gesagt. Anyways, ich meinte Gohan. Ich werde aber auf ihn auch verzichten und wähle diesen Goku. Warum wähle ich diesen Goku? Dieser Goku linkt sich aus den allen Supporten, die ich genannt habe, durch die Linkskills allein am besten. Er teilt dann mindestens drei Linkskills mit fast jedem der Charaktere, die wir gelistet haben, weil er quasi dann noch mit einem Golden Warrior, Saiyan Warrior Race, also er nimmt viele Linkskills mit, die vertreten sind in dem Team und zusätzlich noch Prepare for Battle, sehr wichtig, und Shattering the Limit. Gibt durch seine Pass, Key plus 2 auf den Attack Boost nutzt nur 20% weniger als Vegito und Gohan, aber er gibt Key durch die Passive. Und das ist mir in dem Fall wichtiger, denn wir haben jetzt zwei LR-Charaktere, die ihre Key brauchen. Und zudem, zu dem Aspekt mit Fierce Battle und Shattering Limit, haben wir einen Rotationscharakter, der noch Shattering the Limit mitnimmt. Also hier haben wir dann quasi noch mehr Freiheit, noch mehr Perspektiven, will ich mal nennen. Denn unser erster Rotationscharakter ist Physisch Gotenks. Wenn er in die Rotation reinkommt, ist individuell selber stark, gibt durch die Linkskills gute Linkskills, gibt für die Fierce Battle Rotation mit Super Vegito und Ele Vegito Fierce Battle. Aber in der anderen, wenn er mit Majin Vegeta reinkommt, bekommt Majin Vegeta zu euch kein Shattering Limit. Sind Key plus 2 macht, kann den Unterschied machen für einen Ele Charakter. Deswegen habe ich mich an der Stelle für diesen Goku entschieden, weil er durch die Passive Key plus 2 gibt und noch Shattering Limit hat. Heißt, ein Rotationscharakter hat Shattering Limit, der andere Fierce Battle. Darum geht's mir, meine Freunde. Und so würde zum Beispiel ein Majin Buu Saga Team aussehen. Und wirklich ein mitunter der besten Majin Buu Saga Teams, so würde das Ganze aussehen. Die Sache ist folgendes, wir haben noch zum Beispiel Super Saiyan 3 Angel Goku, also ihr könnt natürlich auch, wenn es eines eurer besten Charakter ist, ihn mit reinnehmen. Ihr müsst nicht immer zwingend einen Supporter mit reinnehmen. Das Team funktioniert auch so, aber in Sachen Synergy ist mir da mindestens ein Supporter
fast in jedem Team eigentlich wichtig ist, deswegen entscheide ich mich für ihn. Aber was ich noch eine kleine Änderung machen werde, ist, ich werde dennoch meinen Super Saiyan 3 Angel Goku mit reinnehmen. Warum? Das ist jetzt quasi Stufe 3. Passt eure Teams an. Ich habe mir gesagt, passt eure Teams an in Sachen Dokkan-Events, in Sachen eigene Vorlieben und so weiter und so fort. Nochmal hier will ich noch was sagen mit passt eure Teams an. Wenn ihr zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Team habe, wenn ihr ein Team habt, ein volles Kategorie-Team oder ein sehr, sehr gutes Team, dann müsst ihr eure Teams nicht anpassen, entsprechenden Dokkan-Events, weil sie hauen die Events auch so um. Das geht aber nur für die Spieler, die diese Teams auch bauen können, für die High-Rank-Spieler, sage ich mal. Für die Anfänger oder für die durchschnittlichen Spieler macht es durchaus einen Unterschied. Durchaus einen Unterschied, wenn ihr darauf achtet, dass ihr euer Team anpasst, dass ihr dann Typenvorteile habt in den Dokkan-Events oder nicht. Vor allem für die Anfänger macht das aus, ja. Da müsst ihr dann ganz klar differenzieren. Warum tue ich aber trotzdem Gotenks raus? Nun, zum einen hat mein Gotenks kein Dupe. Goku hat zwar ein Dupe, wobei ich hier ehrlich bin, dass trotzdem Gotenks an den Schaden von Goku rankommen wird, auch ohne Dupe, weil Gotenks macht sehr, sehr viel Schaden. Ich nehme dennoch Goku rein. A, dann haben wir ein bisschen mehr FIFA mit dem Tech-Charakter. B, schaut euch das Team an. Das sind nur Gokus und Vegetas. Da hat Gotenks in meinem Fall nichts zu suchen. So würde an der Stelle mein Team aussehen. Aber da kann natürlich nicht jeder bauen. In Sachen Duo würde ich euch noch ganz gerne eine Sache zeigen. Nehmen wir mal an, ihr habt die zweite Rotation nicht, okay? Das Majin Buu Saga Team hat dennoch sehr, sehr viele Duos, meine Freunde. Ich zeige euch mal ein paar auf. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, welche euch noch einfallen. Wir haben zum Beispiel diesen Gotenks als Duo mit diesem Trunks, teilen sich 6 Link-Skills. Wenn ihr die habt, könnt ihr die in eine Rotation reinpacken. Sind auf jeden Fall sehr solide. Andere Duo hätten wir vielleicht die zwei. Problem bei die zwei sind Extreme Units, die geben sich mit den anderen kein Key, synergieren nicht so gut mit den Rest des Teams, weil es nur Heroes sind, die lassen wir mal weg. Der und der, ja, das sind auch, ist auch ein Duo, teilen sich 5 Link-Skills oder ein neues Duo, was wir reingekommen haben. Da habe ich sie, diesen einen Goku und Majin Vegeta habe ich gemeint zum Beispiel, die sind ja auch neu reingekommen, wäre auch ein Duo an der Stelle. Oder die anderen Jungs hier zum Beispiel, dieser Goten und der Physisch-Tank sind ja auch Duo, ja, storytechnisch auch ein Duo. Genau, anyway, also es gibt sehr, sehr viele Duos, achtet darauf, guckt, welche Duos habt ihr, benutzt sie, wenn ihr quasi eine Rotation spielen mögt. Und das ist sehr, sehr interessant, nehmt mal Jimbo Saga Team. Eine nennenswerte Erwähnung hätte ich noch, Honorable Mention, boom, dieses Team. Ein super Boot, beziehungsweise ein Boot-Team. Denn dieses Team habe ich mir vorgeschaut in den älteren Team-Rating-Videos von mir und das kam sehr, sehr gut an. Das Team ist echt spicy. Nur wissen wir, dass die Jungs sich überhaupt keine Key teilen unter sich. Aber es ist dennoch ein geiles Team, müssen wir quasi aufpassen, dass man es mit Items aushilft, um an Key zu kommen. Wäre ihn nur nennenswert für diejenigen, die das interessiert, wie so eine Extreme-Schiene aussehen würde. Anyway, lang genug geredet in Sachen Team-Build-Guide. Ich würde sagen, wir nehmen das Team und hoppen direkt mal in ein Event und testen das Ganze. Alles klar, und da sind wir auch schon in dem Event von Gogeta. Warum Gogeta? Weil ich auf jeden Fall noch ein paar Medaillen von ihm brauche. Wer weiß, vielleicht droppt der Dude, ja. Und in Sachen Rotation stimmt es leider gar nicht, aber wir haben quasi so eine Notrotation mit den dreifachen Goku. Könnt ihr natürlich auch in einer Rotation halten. Ja, warum nicht? Funktioniert auch. Ich werde, wie gesagt, darauf trotzdem hinbauen, dass ich Super Vegito mit LM Vegito bekomme und LM Majin mit dem Goku hier. Und genau, gucken wir mal, wie das Ganze läuft. Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, auch wenn das Teambild ein bisschen lang ging, aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr auf jeden Fall da sehr, sehr viel mitnimmt, weil vom Grundprinzip her ist es wirklich gleich und ihr könnt es auf jedes andere Team abbilden. Damit ihr da auf jeden Fall was mitnimmt in Sachen Team-Mit-Guide, ist, ihr wisst, ihr kennt mich ja, also Team-Mit ist für mich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, ich habe ein Team-Mit-Guide dazu, in den Showcase-Videos werde ich jetzt noch immer einbauen zu den Teams selbst und in den Team-Rating-Videos bewerte ich ja nicht nur eure Teams, sondern baue auch die Teams. Falls ihr euch fragt, wie macht ihr in den Team-Rating-Videos mit, ich werde den Link in der Beschreibung setzen, im Video dazu, das könnt ihr euch gerne abchecken an der Stelle. Alright, und ihr merkt es schon, ja, hier fehlt es an Key, ganz klar, deswegen versuche ich die Rotation zu bekommen, wie ich sie hinbekommen will. Ah, hätte ich dafür eigentlich Majin Vegeta hier rausrotieren müssen. Aber ich versuche auch, hier das so schnell wie möglich von Hand zu bringen, weil zum einen ist das Team sehr, sehr stark. Majin Buu Saga Team gefällt mir sehr, sehr, sehr. Ist wirklich ein sehr, sehr cooles Team. Zum anderen will ich nicht, dass das Video allzu lange geht. Deswegen gucken wir, was sie reißen, die Jungs. Und ich hätte Majin Vegeta hier rausrotieren sollen, damit er mit Goku reinkommt. Sei es so, wir kriegen das auf jeden Fall trotzdem. Ja, ihr merkt schon, guck mal, so eine Million schon, also. Ist verrückt. Bei einem Gogeta-Event, der noch natürlich eine Damage Reduction hat. Na gut, aber auch er drückt gut Schaden hier an der Stelle, so ist nicht. Und was gibt es zu dem Team selbst zu sagen? Wie gesagt, testet die Duos. Die Duos sind sehr, sehr cool.
Schaut euch in eure Charakterliste und guckt, ey, okay, dieses Duo habe ich sogar, dieses nicht. Guckt, wie ich es mache. Ah, beziehungsweise, warte mal. Oh Gott, okay, die Rotation wäre ein ganz katastrophal. Wir nutzen mal diese Notrotation hier. Nenne ich es mal jetzt einfach so total random und spontan. Weil ich weiß, ob wir das hinbiegen, damit wir Majin und Goku in eine Rotation bekommen, bevor das Event endet. Selbst wenn nicht, dann merkt ihr schon, das Team synergiert trotzdem. Denn mir ist es sehr, sehr wichtig, dass das Team overall synergiert. Und ihr merkt schon, damit die Jungs auf jeden Fall immer auf den Ulti kommen. Und das tun sie auch an der Stelle. Wir rushen hier durch, wie als wäre es Stage 1 von der Quest. So, die Rotation ist sehr nice. Okay, die lassen wir auf jeden Fall so. Das wollte ich so haben. Ein Vegito, sei es meiner oder Friend. Friend an der Stelle ist jetzt 10, meiner nicht. Und dann quasi mit LR Vegito. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch Codex mit reinnehmen, ihn in der Rotation drin lassen. Wenn wir davon ausgehen müssten, dass alle auf 100% werden oder gleich, wäre Codex und Super Vegito in einer Rotation tatsächlich besser als LR Vegito und Super Vegito, weil LR Vegito nicht transformiert, ist auch ein bisschen gedämpft, sag ich mal. Erst wenn er zum LR Vegito wird, macht es den krassesten Schaden ever. Und die Jungs, also Codex und Super Vegito, kommen auch so ohne Transformation, wie ich es mal vorsichtig sagen, miteinander zurecht, wenn ich das so sagen darf, und kommen auch auf sehr, sehr guten Schaden. Und ja, also man würde sogar LR Vegito rausrotieren, solange er nicht transformiert ist. Aber ja, jedem das seine. Ihr könnt natürlich auch zwei Rotationen bauen mit zwei Super Vegitos, ja. Eine Rotation so, LR Vegito, Super Vegito, die anderen, by the way, hier, gibt mal ein bisschen Super Vegito Respekt, der Dude haut das alles im Alleingang raus. Und die anderen Super Vegito Gotenk zum Beispiel, dreifach. Aber ob so oder so, ich hoffe, ihr habt die Message dahinter verstanden, ja, in Sachen Teambuild, vor allem jetzt, was wir besprochen haben. Auf die Synergy kommt es an. Gut, wir sind schon auf der letzten Stage, Leute, so schnell geht das die ganze hier. Wir haben die eine Main-Rotation leider nicht hinbekommen, dennoch, diese Rotation funktioniert auch einwandfrei. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an einfach, Freunde. Ich hatte total RIP, die haben mir kaum Schaden genommen und die Jungs, die klatschen ja alles beiseite, als wäre es nichts. Wir haben hier Vegito, der kontert, Tankies. Also das Majin Buu Saga Team so ist wirklich facettenreich. Es hat sehr viele Charaktere, man kann sehr vieles damit machen. Sei es hier so eine Super Saiyan Schiene oder quasi mit den besten Units aus der Saga. Oder sei es ihr bildet ein anderes Duo, was auf jeden Fall noch testen werde die Tage. Den Goku Vegeta, die zwei Nuke testen, Majin Vegeta, Super Saiyan 2 Gohan zum Beispiel mit reinbauen. Goten und, wie heißt der andere Dude? Goten und Trunks, da könnten wir sogar LM Mighty Mess mit reinnehmen, weil sie sich auch ein bisschen gut linken an der Stelle. Also Majin Buu Saga Team an sich, jedes Kategorie-Team. Wir sind mittlerweile im Standpunkt, damit kann man sehr, sehr viel machen. Und das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, das euch mitzugeben in Sachen Teambuild. Baut eure eigenen Teams, Freunde. Baut eure eigenen Teams und gebt dem Team eine gewisse individuelle Würze. Ja, das macht es einfach aus. Das macht legit aus. Und das ist einfach... Also mir macht Dokkan Schwettel ab dem Punkt einfach Spaß, wenn ich mir ein Team bauen kann nach meinen Vorstellen. Wenn ich viele Teams bauen kann nach meinen eigenen Vorstellen. Und das ist einfach, das ist so... Ich weiß, wie ist es bei euch? Was macht bei euch bei Dokkan Spaß? Natürlich Summon 1A, ja, aber über dem Summon hinaus, sagen wir, wir haben einen Charakter gezogen. Dann ist so die nächste Frage für mich, wow, wie kann ich ihn zur Schau stellen, wie kann ich ihn gut in ein Team involvieren? So, das ist so für mich persönlich, sage ich mal. Gut, und an der Stelle freut es mich wirklich sehr, 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 diesen Goku hier mit reinzunehmen als Supporter, weil diesen Goku, ich mag ihn einfach, also eigentlich, habe ihn lange Zeit gehabt, er kam nie zum Einsatz, jetzt kommt er Gott sei Dank zum Einsatz, das will ich damit sagen. Und ja, ich glaube, die Rotation sollte es klären, weil Vegito hat hier an der Stelle Dupe, my friend. Also der krittet den zur Hölle. Wenn er krittet, also konnte den, okay, komm in der Ulti, ich war zu vorlaut. War auf jeden Fall zu vorlaut. Zack, da wirft er seinen Seelenstaub auf uns und schon sind wir weg. Natürlich nicht, natürlich nicht. Oh, okay, hat schon wehgetan auf jeden Fall. Aber gut, wenn die zwei, drei Crits laufen, dann ist er auf jeden Fall... Ah, okay. Guck mal, 1 Million jetzt schon. Und ich glaube, sein... Also bei ihm ist ja so, er bekommt jedes Mal 10% auf den Angriff, je öfter er angriffen wird. Maximum ist 100% auf den Angriff. Überleg mal, 100% auf einen Vegito. Ah, gell, Vegito hat keinen Angriffboost und konnte schon alles zur Hölle. Dieser hat einen Angriffboost. Bis zu 100%. Dementsprechend macht er auch sehr, sehr viel Schaden, auch mit den Kontern. Gut, okay, vielleicht bekommen wir dann noch die... Oh. Dieser Goku muss jetzt natürlich überleben, ne? Geultet hat er schon. Okay, jetzt haben wir das 1000, können wir auf jeden Fall nehmen. Kein Thema. Kommt jetzt die Majin 3-fahrer Goku? Rotation, die ich haben wollte? Ja, endlich. Am Ende haben wir dann das auch noch geschafft, Gott sei Dank. Und ihr seht schon, boom. Hier kommt auch quasi easy peasy auf seine Ulti. Und an der Stelle tun die Jungs ihn auf jeden Fall erledigen. Vor allem, wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Sobald wir das
fertig haben, mache ich den Schluss, weil es ging ein bisschen zu lang. Sorry dafür. Dennoch hoffe ich auf jeden Fall, ihr hattet Spaß bei dem Ganzen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like. Und Margin, wie gesagt, sagt tschüss. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.